Nein! Nein! Ja, willkommen zu einem neuen Video. Die Season 7 ist endlich da und damit auch die neuen Flugzeuge. Und man kann jetzt unter anderem seine Fahrzeuge in verschiedenen Farben lackieren. Und auch die einzelnen Waffen. Also hier das Schummgewehr habe ich zum Beispiel in der Farbe. Dann die Pump in der Farbe. Also ja, finde ich auf jeden Fall richtig geil. Und dann gibt es auch ein paar neue Städte. Ich würde sagen, ich spiele jetzt einfach mal ein bisschen solo und werde dann in irgendeiner neuen Stadt im Schneegebiet landen und auch das neue Flugzeug ein bisschen ausprobieren. Also ja, los geht's. So. Also hier könnt ihr erstmal die neue Map sehen. Ich würde sagen, ich lande einfach mal. Ich wollte eigentlich da bei Frosty Flights landen, weil es da Flugzeuge gibt. Aber jetzt ist es zu spät. Dann würde ich sagen, ich lande einfach mal hier bei Happy Hamlet. Also hier gehen auf jeden Fall ziemlich viele mit. Oh, das war ungewollt. So. Komm, gib mir eine Waffe. Na gut. So, und hier könnt ihr sehen, ich habe hier auch einen neuen Skin und eine neue Spitzhacke. Die beiden Sachen sind aus dem Battle Pass. Der Skin ist, glaube ich, auf Stufe 47. Ja, gefällt mir auf jeden Fall mega gut. Und warum ist hier wieder keine Waffe? Ich habe nur dieses Schießeisen. Ich hasse das. Komm, gib mir bitte irgendeine richtige Waffe. Komm, bitte irgendwas Gutes. Nein, oder? So, die Ballons nehme ich auch mal mit, weil die wurden jetzt komplett verändert. Also die sind jetzt echt viel nützlicher geworden, als die davor waren. So, ich zeige euch das mal kurz. Also wenn ihr... Ah, da vorne sind auch schon Gegner. Also ihr könnt einfach die Ballons so am Rücken festmachen und dabei sogar schießen. Gerade meine erste Runde von heute. Okay. Und dann gibt es jetzt diese neuen. Wie nennt man das? Lifte. Und dabei kann man auch schießen. Oh, da kommt der nächste. Nein, was macht der? Ja, das passiert halt, wenn man runterfällt. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr jetzt Season 7 findet. War hier jemand? Keine Ahnung. Ich finde die Geräusche voll geil, wenn man auf dem Boden, auf dem Schnee läuft. Keine Ahnung, finde ich, hört sich voll geil an. Ich gehe jetzt mal mit der Seilbahn, nenne ich es mal, nochmal da runter, weil da liegt noch Loot von dem einen. Hä, wo ist der runtergefallen? Ah ja, hier. Oh, die neue Shotgun. Naja, neu ist sie jetzt nicht mehr. Nein, die Zone habe ich voll vergessen. Die AK nehme ich noch mit. Also ja, auf jeden Fall, ihr könnt mal in die Kommentare schreiben, was euch jetzt an der Season so gefällt und was nicht. Und wie ihr das zum Beispiel mit den Flugzeugen jetzt findet. Ich würde sagen, ich baue mich ganz kurz ein und nehme mal das Medikit. So, übrigens, hier, da werde ich gleich mal hinlaufen, war Greasy Grove. Das ist jetzt irgendwie komplett eingefroren, also Greasy gibt's nicht mehr. Aber ja, da bin ich eigentlich eh nie gelandet. Also, finde ich jetzt nicht so schlimm. Ja, ihr könnt es sehen. Da kann man sogar noch unten reingehen. Ja, ich muss jetzt erstmal in die Zone laufen. So, ich würde sagen, ich fahre jetzt erstmal hier mit der Seilbahn darüber. Ah ja, dann hier taut der Schnee so langsam auf.
Achso, und dann noch eine Änderung. Loot Lake. Also das heißt jetzt wieder Loot Lake. Ist ja davor Leaky Lake. Keine Ahnung, warum die es wieder zu Loot Lake umbenannt haben, aber... Okay. Und hier könnt ihr sehen, da sind überall diese Seilbahnen wieder. Ich gehe mal auf den Berg hoch. So, hier oben ist doch safe jemand. Hä, wo sind die ganzen Gegner? So. Okay, der ist nicht schlecht. Und nur noch eine 1 gegen 1. Das ist jetzt nicht passiert, oder? Was? So, aber jetzt. Hier, Frosty Flight. Ich würde sagen, ich hole mir einfach eine Waffe. Und dann suche ich mir ein Flugzeug. Übrigens, hier ist der Hängegleiter für einen Sieg. Ich habe gestern schon ein paar Wins geholt. Und dafür bekommt man halt diesen Schirm. So, also hier sind die Flugzeuge. Hier schon mal der Pump. Ich glaube, hier können 4 Leute drauf. Hier einer. Da und da einer und dann noch hier irgendwie einer. Ja, auf jeden Fall können da 4 Leute drauf. Okay. Kann man damit ein Looping machen? Oh. Geil. Alter, wie geil. So, da fliegt auch jemand. Ah, man kann ja auch schießen. Aber es ist so schwer zu zielen damit. Egal, ich lasse ihn einfach in Ruhe. Okay.
komm jetzt zu denen. Tja, das hast du davon. So. Erstmal danke für deine Acker. Nein! Ich dachte, es geht da gerade runter. Ich habe echt keinen Bock mehr. Hä, was ist... Hä, was ist das denn? Risky? Hä? Hä, was ist hier denn passiert? Hä? Man, auf der Karte sieht es doch ganz normal aus. Hä? Oh. Ich hab mich gerade so erschrocken. Och, was macht der? So, also was ist jetzt hier passiert? The block. So schön geht's. Ich warte einfach, bis er die Kiste öffnen will. Oh, da sind noch mehr Gegner. Ich hoffe mal, der hat das Schild oder so dabei. Warum war es gerade so geliked? Okay. Nice. Mein neuer Lieblingstanz. Ja, war jetzt nichts Spektakuläres. Ich habe jetzt einfach nur ganz gechillt gespielt. Einfach mal ein bisschen ausgetestet, wie die neue Season so ist. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Schreibt auf jeden Fall mal in die Kommentare, wie ihr die neue Season findet. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.